Ja, hallihallo, ich bin der Game-Timman und dachte mir, heute hat ja die Xbox bzw. Microsoft bekannt gegeben, was so alles nächsten Monat in dem Game Pass auftaucht. Und dabei war auch Amnesia: The Bunker, also der neueste Teil der Amnesia-Reihe. Und da dachte ich mir, okay, ist zwar noch nicht nächster Monat, aber es gibt ja eine Demo. Und die können wir uns ja mal angucken. Und genau das würde ich sagen, machen wir jetzt mal. Mal schauen, was das wird. Wir spielen über Steam auf dem PC. Können wir mal ein bisschen mal die Einstellung gucken. Es ist alles, was geht, auf hoch. Weil, naja, meine Firmenmaschine hier ist ein bisschen dick. Also, sie hat schon durchaus ein bisschen Leistung. Ich hoffe, das reicht trotzdem, also dass es reicht. Schauen wir mal, machen wir mal ein neues Spiel hier, ne? Ja, das machen wir jetzt einfach erstmal alles. Schauen wir mal. Ja, genau. Jetzt hat er das Gamepad gerafft. So. So, das funktioniert schon mal. Okay, das war's nicht. Okay, scheinbar waren wir im Koma. Jetzt sind wir dann aufgewacht. Ich weiß nicht viel über das Spiel. Ich weiß nur, dass es irgendwie in einem Bunker im, ich glaube, im Zweiten oder im Ersten Weltkrieg, auf jeden Fall in einem Weltkrieg spielt. Ja. Okay, können wir auf jeden Fall was aufnehmen. Ja. Ja, ich will, dass du da liegen bleibst. Danke. Oh. Schubladen aufmachen. Ah, nix drin. So, ja, die Amnesia-Reihe ist ja so eine bisschen Psycho-Horror-Reihe, würde ich sagen. Also, kämpfen oder so kann man in der Regel nicht. Sondern muss ich halt verstecken und sowas und hat so ein eher so psychischen Horror. So. So. Richtig weiß ich nicht, ob das weiter so ist. Aber ich glaube, ich hatte sogar mal eine Waffe gesehen. Das wäre ja relativ untypisch für die Serie.
Obwohl ich nicht jeden Teil gespielt habe, bei den neuesten Teil, also den davor, den habe ich nicht gespielt, vielleicht war da ja schon sowas drin, wer weiß. Ah, man sieht aber hier die Lichtstimmung und so. Boah. Was haben wir denn da? Boah. Der Besen, ey. Ohne Lampe. July 9th, 1700 hours. I'm in a state of agony. It cripples my body, captures my mind, bleeds my soul. This thing I've done, this thing. It is lunch in the mess hall currently. Oh, the thought of eating repulses me. Okay. Okay, halte gedrückt, um aufzuladen. Achte darauf, dass sie viel Lärm verursacht. Nicht zu viel Lärm zu verursachen. Wieso Lärm? Ach du Scheiße. Okay. Ist ja immer gut, sowas in so einem Schleichhorrorspiel zu haben. Das ist lustig. Jetzt kann ich's, wird's nicht vorgelesen. Hm. Ich glaube, wir werden herausfinden, wer ihm das angetan hat. Können wir es größer machen? Ui. Das sieht nicht so gesund aus. Nebel da? Ach, verflucht, das ist. Das ist Rauch. Die haben die verbrannt. Ui. Boah, ey, hab ich mich erschrocken. Jetzt war das ein Einschuss? Also hier oben so eine Bombe oder so? Kein Schloss. Geht's auf jeden Fall weiter. Okay. Nö, vertrauenserweckend. Is someone there? I am only here. Okay, da ist einer. That was the last one. We're trapped down here. The red fucking officers ran and blew the exit behind them. You want to escape? You need to blow it back open. There's dynamite in the arsenal. Ah, and a handle to trigger it somewhere in the excavation site. Get them, and you can make it out.
Shit. That thing, it's coming for me. Here, take this. Finish me off, please. I want to die at the hands of a brother soldier, not that monster. There's ammo in the pantry. Get it. Do the job, please. Boah, ich sollte jetzt... Better you do it than that thing. Okay. Ich meine es... It's getting closer. Ja. Okay, ich guck mal lieber weg. Boah, ist das gemein. Da ist keine Munition drin. God will forgive you, Henri. He knows what we face down here. Wollen wir zuschlagen? Better you do it than that thing. Ja, der braucht ja Munition. Come now, get the ammo. End my life. Take it. You'll need it. So, jetzt kommt keiner rein hier. Ich brauche Munition. Fleisch. Okay. It's coming. Quickly now. Ja. Ich beeile mich doch schon. Schokolade, ne. God will forgive you, Henri. He knows what we face down here. Ach, tut mir leid. Ich würde dich ja gerne. Aber geht nicht. Naja. Oder haben wir noch Munition einzeln gefunden? Benzin. Na, okay. Haben wir nicht. Okay. Ach, hier haben wir Munition. Okay. Zwei Kugeln. Okay. Okay, ich muss weg. Tschüss. Oh, und ich hab die... Danke. Meine Fresse, ey. Was war das, ey? Falsche Taste. Shit, da komme ich nicht lang. Überhaupt nicht duster. Daher kommen diese Löcher. Okay. Ja gut, aber hier geht's nicht weiter, oder? Nö.
Also ich sehe jetzt schon, dass ich hier krachen gehe in dem Game, ey. Mit dieser Lampe. Ich könnte das Schloss zuschießen. Ja, ich mache. Es geht weg, die Tür. Okay, ist wohl noch nicht ganz fertig. Jetzt ist es in Englisch. Okay. Ich muss ja ehrlich sagen, das mit den... kannst du Gegenstände in den Arm bringen? Okay. Typisches Survival-Horror-Dings. Okay, ist irgendein... Okay. Kannst du Gegenstände halten? Okay, Crafting. Stoff. Was wollte ich gerade sagen? Ja, das mit den ganzen Bewegen und sowas ist ja eigentlich ganz cool, dass man so Dinge rausziehen kann oder sowas. Aber so mit dem Controller ist das eher nur so semi-gut. Das wäre eigentlich eine coole Mechanik für VR. Weil ich bei dem Spiel nicht genau weiß, ob ich hier das in VR spielen will. Zumindest noch nicht. Also ich habe mich schon ein paar Mal ganz schön erschrocken, alter Schwede. So. Ja, Fortschritt speichern klingt gut. Und es ist Licht. Oh, sehr gut. Darf ich den nicht einfach mitnehmen? Oh, was haben wir denn hier? Eine Bunkerkarte. Gut. Ah ja. Gefängnis. Umkleide. Wo sind wir denn gerade da? Mhm. Ne, so. Okay, wir sind gerade in der Verwaltung. Generator. Ah. Das ist schon mal gut, weil wir haben ja Benzin gefunden. Also Treppen lang. Und den gehen zum Generator. Weinkeller. Büro des Arztes. Nein. Ah, okay. Das ist mit Children, sagen wir ja. Oh, ein Zahlenschloss. Gut, das wissen wir noch nicht. Also, ob das eine Ratte war, was der in die Fressen hat, weiß ich aber nicht, oder ihr holt. Mhm.
Okay, es ist ein Medi, also Medizin. Wir haben also wahrscheinlich doch irgendeine Lebensenergieanzeige. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das in den anderen Spielen auch schon mal hatten. Oder ob das was Neues ist. So, genau, jetzt hat man ja gelesen, hier der Generatorraum. Das werden wir auch machen. Oh, dreimal die 1-3. Sehr gut. Das werden wir dann gleich auch mal ausprobieren. Weil ich gehe mal davon aus, dass wir da durch die Tür kommen. So. Aber Generator, genau, erstmal hier. Ach ne, warte mal, erstmal Benzin einfüllen. Zack. Okay. Scheint leer zu sein. Ist die Frage. Ach, ich habe alle beide reingekippt. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Naja, gut. Egal. Okay, eine Taschenuhr. Ah, okay. Gut, das heißt also, keinen Fall ausschalten. Ah. Das Scheißvieh hasst Licht. Okay. Wir brauchen also immer schön Licht. Okay, jetzt haben wir wieder Stoff zum Craften. Wo kann man ja eigentlich Musik auflegen? Zack mal. Zack. Komm rauf da. Na, so. Nee, leider nicht. Na gut. Was hat man gesagt? Dreimal die 1-3. Das hat geklappt. Naja, cool. So. Ich glaube, die Uhr. Ah, verstehe. Da kann man den. Okay, wie mache ich das? Okay, auf zum Generator. So, wie kann ich das. Ah, hier. Nee. Wie synchronisiere ich das?
Tja, oder? Das ist schon synchronisiert, aber es hat schon merklich... Ah, da doch, kommt hin, ne? Und schräg nimmt. Naja, okay. Interessant. Okay, wie mache ich das offenbar auf den Richter und so, und das machen wir jetzt mal nach oben. Ne, nach links. So. Na toll, strenge deinen Grips an. Okay. Keine Ahnung. Okay, ist eingezeichnet. Wo habe ich eigentlich die Cutter? Ah, okay, es hat sich gemerkt gehabt. Okay, weiß ich jetzt nicht. So, meine Ausgabe scheint es zu sein, das hier zu sprengen und zu entkommen, ne? Um diesem Vieh, was mein Kumpel gefressen hat, zu entkommen. So, okay. Auf zum Arsenal. Das Arsenal. So, was ist das hier? Ist das Licht? Ja. Warte mal, wahrscheinlich umso mehr Licht ich... Okay. Wahrscheinlich... Es ist besser, Licht zu sparen, also Energie, weil ja dann logischerweise der Generator... Oh, warum ist das hier verriegelt? Oh ne, das ist eine Abkürzung. Okay. Na gut, okay. Jetzt aber nirgendwo weiter. Okay, das kann man ja aber auch ausmachen. Ich nicht weiß, ob das wirklich Strom spart. Aber theoretisch müsste so ein Generator länger halten, wenn weniger Energie verbraucht. Also hier oben. Genau, Waffenkammer müssen wir hin. So. Notabschottung, okay. Na gut. Hier war auch nichts weiter, ne? Ja.
Ja. So, oi, 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 oi. Ja, pure Angst. Das ist schon ganz schön gruselig, Junge. Die Stimmung ist ganz schön gruselig, muss ich sagen. Schon ganz geil. Bis jetzt wüsste ich nicht, wie man die einsperren soll. Die macht ja diese Löcher da. Das heißt, die buddelt sich ja da auch überall durch. Ja, auf jeden Fall möchte das Spiel, dass wir in die Waffenkammer gehen. Sagt es mir sehr deutlich. Okay, das ist es also nicht. Ohne Granate. Okay, scheint groß zu sein. Klauen. Cool, kann ich die mitnehmen? Nö, schade. Na gut. Und haben wir noch eine Flasche. Okay. Oha. Nee. Ein alter römischer Tunnel, also okay. Vielleicht ist das irgendein ganz altes Tier. Okay. Ja, sieht so aus. Okay, da kann ich mich schon mal verstecken. War das viel gelesen, muss man sagen. Aber es ist schon spannend. Das kann schon sein. Ich fürchte, ich sollte da nicht so nah rangehen.
Alter, diese Soundkulisse. Nee, nicht wieder zu. Da ist ein Kreuz dran. Warum? Deswegen, okay. Oh ne. Okay, eine Blutspur. Alter Schwede. Oh, coole Effekte. So, okay, ich wurde verwundet. Oh, das sieht man richtig an den Händen. Echt gut gemacht. So, warte mal, wir sehen gerade. Ach ne, speichern kann man nicht. Ich dachte schon. Ne? So, jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt da lang? Weil das brennt ja wie blöd. Shit. Augen zu und durch, ne? Na, da komme ich her, ne? Okay, jetzt ist zu Ende. Oh, aber... keine... Ah, okay. Gut, wir müssen uns sowieso heilen wahrscheinlich. Okay. Alter. Oh, das ist Munition. Da komme ich daher. Andersrum. Oh mein Gott. Warum spiele ich sowas alleine in einem Hotel? Im Dunkeln? Bin ich blöd? Ah. Okay, was ist das? Blut, okay. Eine Flasche. Was macht denn die Flasche? Eine leere Flasche, okay. Und diese einfach. Okay. Kann man wahrscheinlich irgendwie ablenken.
Ich hab's befürchtet. Also töten mit der Waffe. No. Das heißt, dann lieber abhauen, wenn man's sieht. Alter. Bleibt da bloß drin. Ja, geschossen habe ich aber eigentlich nicht. Komisch. Na und danke. So, was habe ich hier? Ja, die würde ich gerne mitnehmen, aber. Ja. Kann ich nicht die ablegen irgendwo? Okay. So, wir brauchen also noch eine Kombination, um in die Waffenkammer reinzukommen. Und hier die Türen sind zu. Okay. Tja, hoch oder runter? Apropos hoch oder runter. So, ja. Schon über 40 Minuten. Ich würde sagen, als kleiner First Look reicht das. Ich glaube, die Spieler im Game Pass können sich über dieses Spiel freuen. Es hat verdammt viel Atmosphäre. Für mich gerade ein bisschen fast zu viel. Aber na gut. Sieht hübsch aus. Also die Soundstimmung, oioioioioi, schon ziemlich krass. Also ich werde es auf jeden Fall im Game Pass mal eine Runde spielen. Und dann mal gucken, wie es auf der Xbox so aussieht. Auf dem PC sieht es auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht aus. Kann man durchaus mal reingucken. Also die Demo ist für Steam, für den, ich glaube für Epic nicht, bin mir nicht ganz so sicher, aber auf jeden Fall für Steam, für PlayStation und für die Xbox verfügbar. Also wer Lust hat, einfach mal reingucken. Ich habe es ja noch nicht zu Ende gespielt. Ihr habt bestimmt da noch ein bisschen was selbst zu entdecken. Und schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Also ich persönlich, ja, macht einen guten Eindruck. Ich glaube, das ist ein nettes Spiel. Das wird seine Fans finden, auf jeden Fall. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer GameTimen. Tschüss.